Herzlich willkommen zum Gruß am Sonntag. Heute noch einmal. Wir haben ja seit dem 31. Januar Woche für Woche diesen Gruß zum Sonntag geschickt. Und wir haben uns gedacht, dass dieses Projekt heute zu einem Abschluss kommt. Dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Vorher schauen wir aber nochmal gemeinsam auf die Kerzen, die uns daran erinnern, auch heute und hier und jetzt sind wir versammelt im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun unser Special Gast. Herzlich willkommen und schönen Dank, dass ich also im Rahmen dieser schönen kleinen Videoandachten etwas sagen kann. Zum kommenden Sonntag quasi Modogeniti. Ein Sonntag mit einem Namen, den habe ich schon als Kind geliebt. Er klingt in dieser lateinischen Variante schön und er klingt auch in der deutschen Übersetzung schön. Der Sonntag heißt, als wie die lieben Kinderlein, die kleinen Kinderlein. Und so schön der Sonntag klingt, so lang ist der Wochenspruch. Den habe ich uns mitgebracht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn wir hier in einer Kirche in Tüttleben sind, dann ist das, was dieser Wochenspruch sagt, für mich in wunderschöner Weise zusammengebunden. Gerade eben gab es schon einen Blick auf die Kerzen, auf den Altar und auf das Kreuz. Wir kommen am Sonntag quasi Modogeniti von Karfreitag und Ostern her. Eine Woche ist das zurück. Und auf der anderen Seite, und vielleicht kann das dann auch noch gezeigt werden, gibt es in dieser Kirche einen Taufstein. Und für viele Familien in den Dörfern ist es so, dass zwischen Taufstein und Kreuz, in dem, was sie erleben in ihrer Kirche, ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Familien bringen ihre Kinder zur Taufe und Familien nehmen von lieben Menschen Abschied, wenn das Leben zu Ende gegangen ist. Und da klingt ein solcher Wochenspruch in so einer demonstrativen Gewissheit unter Umständen auch schwierig. Nach seiner großen Barmherzigkeit hat uns Gott wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung Jesu Christi, wir haben sie gerade gefeiert zu Ostern, in einer schwierigen Zeit, in der für viele Menschen selbst das Hoffen ein Problem geworden ist, im zweiten Jahr der Pandemie. Und an vielen Stellen haben Menschen tatsächlich Abschied nehmen müssen von ihren Lieben, dann die Hoffnung zu bewahren, dann zuversichtlich in die Zukunft zu gehen, ist schwierig. Aber wir haben einen Grund der Hoffnung. Wiedergeborene sollen wir sein und das vollzieht sich an einem solchen Taufstein in unserer Kirche. Und mit der Taufe, die genau das symbolisiert und bezeichnet, dass Gott uns eine neue Zukunft eröffnen will und dass das Alte, das Schwere, das Lastende auf uns von uns genommen wird. An unserem Tauftag sollen wir befreit sein von aller Last. So kommen wir von Ostern her und begreifen Auferstehung als etwas ganz Neues und mit dieser Tatsache tritt Hoffnung in unser Leben und in unsere Welt. Hoffnung, die hilft, das Schwere zu tragen. Hoffnung, die hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Hoffnung, die hilft, auszuhalten. Hoffnung, die Türen öffnet. Und eine Hoffnung, die uns auch Bilder ins Herz legt, die uns stärken. Das Bild vom Wiedersehen nach dem Tod. Das Bild vom Begleiter auf einem Weg, der mich auf gar keinen Fall verlässt, das Bild vom Abwischen aller Tränen,
das Bild von Trost und Frieden, die sich in mein Herz legen können. Von dieser Hoffnung soll geredet sein. Von dieser Hoffnung soll immer wieder auch gesungen sein. Für diese lebendige Hoffnung stehen wir Christen als Getaufte in dieser Welt. Amen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Menschen kennt, der gerade gesprochen hat. Das ist nämlich unser Superintendent Friedemann Wittin. Und den haben wir eingeladen, weil es für mich als Pastorin total wichtig ist, an dieser Stelle mal auch denen zu danken, die in unserem Pfarrbereich so tätig sind. Und da möchte ich jetzt gerne mal die Theresa nach vorn bitten. Die war, komm mal jetzt hierher, die weiß das jetzt gar nicht so, aber ich denke mir, es ist an der Zeit, dass sie mal ein sichtbares Dankeschön annimmt, stellvertretend für alle, die in unseren Kirchen unterwegs sind, die die Kirchen geöffnet haben, die die Osterbotschaften auf die Friedhöfe gehängt hat. Nimm das jetzt einfach mal so an. Ein bunter, blumiger Gruß mit herzlichen Dank für dieses Engagement und mindestens im Moment natürlich auch stellvertretend für den Mann, der hinter der Kamera steht und für viele anderen, die sich in den Gemeinden engagieren. Herzlichen Dank. Und nun lasst uns beten. Barmherziger, gnädiger Gott, du Gott des Lebens, an diesem Sonntag nach Ostern sagen wir dir Dank für Wiedergeburt und neues Leben, das wir spüren beim Blick in die Welt, in unsere Umgebung und in die Natur. Wir sagen dir Dank für alle Hoffnungen, die wir spüren, für alles, was uns stärkt und kräftigt auf Wegen, die manchmal schwierig und belastend sind in dieser Zeit. Wir sagen dir Dank für Menschen an unserer Seite, für alle die, die sich in unseren Gemeinden engagieren und die daran beteiligt sind, dass deine frohe Botschaft als hoffnungsstärkende Kraft die Häuser, die Herzen von Menschen erreicht. Und wir bitten dich dafür, dass dies weitergeht, oftmals auf Kanälen, die gar nicht so einfach zu sehen sind. Stärke alle, die sich an dieser Stelle einbringen. Wir bitten dich für diese unsere Welt, in der so vieles im Argen liegt, in der so viel Frieden vermisst wird, in der so viele Menschen hoffnungslos sind. Komm du zu ihnen, bring dein Licht und die Wärme deiner Liebe zu ihnen. Sei bei denen, die ihre Heimat verlassen und flüchten, sei bei denen, die unter Krieg und Gewalt leiden, sei bei denen, die unter Existenznot leiden, sei bei denen, die hier im Land Angst haben, die krank sind, und stärke diejenigen, die für sie da sind. Guter Gott, unter deinem Segen gehen wir weiter in die Zeit vor uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.